Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim Bake Club. Ich bin's wieder, Doro, und wir machen heute zusammen Himbeerstreusel-Muffins. Denn es ist Sommer, es ist die perfekte Zeit für Himbeeren. Schaut euch an, wie schön die sind, und die müssen wir natürlich jetzt verarbeiten. Als allererstes machen wir wie immer bei so einem Rührteig, mischen wir Butter und Zucker und rühren das mit dem Handrührgerät so lange, bis die Butter ein bisschen weißlich wird. Die Butter ist zimmerwarm. Das ist wichtig, damit man die gut verarbeiten kann und die nicht gleich steinhart hier am Mixer kleben bleibt. Als nächstes kommt Vanilleextrakt dazu und die Eier. Direkt beide auf einmal. Zu dem Teig, den wir jetzt schon haben, kommen gleich abwechselnd Mehl, in das ich vorher das Backpulver mische, und Milch. In diesem Arbeitsschritt ist wichtig, das ist grundsätzlich bei Muffins so, dass ihr die Zutaten jetzt nicht zu lange verrührt. Immer einfach so, bis es gerade vermischt ist. Der Teig ist fertig, jetzt fehlen natürlich noch die Streusel. Dafür habe ich hier Butter, Zucker und Mehl und ein kleines bisschen Zimt. Und das werde ich gleich alles schön mit den Fingern vermischen und daraus Streusel machen. Und dann geben wir alles hier in die Muffinform. Da habe ich so kleine Papierförmchen reingemacht, weil ich finde, das sieht hübscher aus am Ende. Und was wir machen werden ist, wir werden Teig in die Förmchen geben, dann Himbeeren, dann wieder Teig, dann Himbeeren und obendrauf die Streusel. Und da gibt es einen kleinen Trick, der ist ganz wichtig. Und zwar habe ich dafür ein bisschen Mehl und ich werde die Himbeeren mit dem Mehl mischen, weil nämlich, wenn man das nicht macht und man gibt Teig und Himbeeren in die Muffinförmchen, dann sinken die Himbeeren nach unten und am Ende hat man unten so ein bisschen Himbeermatsch und dann den Teig und dann die Streusel. Das wäre doof. Und dadurch, dass man aber die mit Mehl mischt, bleiben die einfach an ihrem Platz, wo sie sein sollen. Also, wir machen jetzt erstmal die Streusel. Hier kommt jetzt die kalte Butter dazu und dann werde ich das alles mit den Fingern zu Streuseln formen. Die Streusel sind richtig schön geworden und jetzt kümmern wir uns um die Himbeeren. So, und jetzt geht's ans Schichten.
Das Ganze kommt jetzt in den Ofen und zwar bei 180 Grad Umluft für 15 bis 20 Minuten. Guckt einfach nach 15 Minuten schon mal rein und schaut, ob die so schön gebräunt aussehen und dann sind sie fertig. Unsere Muffins sind fertig. Das sind sie. Sind total schön geworden, duften herrlich. Also macht sie unbedingt nach und zeigt uns eure Fotos auf Instagram. Hashtag IamBakeClub. Abonniert außerdem unseren Kanal und lasst es euch schmecken. Bis bald. Tschüss. Mm-hmm.